und so positiv und vor allen Dingen, wie Sie sich wahrscheinlich selbst schon überzeugt haben, vor allen Dingen so anschaulich, quasi als Besteller eines Feldes, präsentiert sich heute die Landesvereinigung der Unternehmensverbände Nordrhein-Westfalen. Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, meine Damen und Herren Abgeordneten, verehrte Gäste, wir freuen uns darüber, dass die Landesvereinigung der Unternehmensverbände Nordrhein-Westfalen bereits zum dritten Mal einen parlamentarischen Abend in der Bürgerhalle des Landtags ausrichten darf. Dafür bedanke ich mich bei Ihnen, Frau Präsidentin, sehr herzlich.